Ja, servus die Maul und grüß euch die Buben. Ja, wie es da hinten vielleicht erkennen könnt, das Platzl kennen wahrscheinlich schon viele. Da habe ich etliche schöne Stunden verbracht. War mein Arbeitslager und da wollte ich mal wieder herschauen, wie das Ganze ausschaut. Hat sich ganz schön super erholt, gefreut mich auch drüber. Wird auch weiterhin so bleiben. Und ja, möchten wir es da heute ein bisschen gemütlich machen. Sie haben ein bisschen schlecht wieder angesagt. Werden wir dann auch ein Tarp aufstellen und so. Ja, sorry für die Geräusche, weil die Flieger vom Spitzerberg sind wieder unterwegs und das ist eine Katastrophe. Aber was so ist. Ja, ich zeige euch jetzt das Platzl noch mal schnell. Schaut aber relativ super aus. Ja, wie gesagt, das hat sich da ganz schön erholt. Da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, aber ja, stört ja auch nicht so unbedingt. Ja, es sind auch relativ viel am Berg unterwegs. Die nutzen natürlich alle das Wetter aus, man darf wieder raus. Und ja, was so ist, die wollen halt auch raus, genauso wie ich. Ja, aber da machen wir es jetzt einmal ein bisschen gemütlich. Ja, Freunde, wenn man sieht, haben wir es jetzt ein bisschen gemütlich gemacht, haben wir mal Tarp aufgespannt. Falls da zum Regen anfängt, bin ich auf alle Fälle geschützt. Eine Ruhe ist. Sterbe wieder einer. Ja, das ist mein neues Tarp, das Helikotex Super Tarp in Bangkok Wildwood Tarnung. Und ja, schauen wir mal. Ja, auf alle Fälle gibt es natürlich was zum Essen. Das wird auch kein Kochvideo, das wird nur ein normales. Ich habe nämlich einen Hunger, ich habe noch nichts gegessen, es ist jetzt 3. Da gibt es ein paar Bohnen mit Speck heute und ein paar so Speckwürfel haben wir extra noch in die Pfanne, die kommen noch dazu. Ja, ich habe heute wieder mal mein Drangeset dabei. Es hat gestern auch geregnet in der Nacht, also eigentlich den ganzen Tag gestern. Wenn man sehen kann, vielleicht ist es auch alles waschenlos. Aber ich werde trotzdem meinen Gaskocher wieder einsetzen. Ja, die Löcher habe ich schon lange gebohrt da. Die sind jetzt auch fix drinnen, also da kann auch nichts mehr passieren, würde ich sagen. So, jetzt riecht man alles an. Dann gibt es einmal Happy Puppy für mich. Speckwürfeln, wenn ich es aufbringe. Ich verhungere bei der vollen Dose quasi. Die werden wir sie noch dazu haben, so ein Döschen. So, jawohl, ah, man sieht richtig, wie die Flammen da rauskommt. Hui, schön heiß. Und erst wenn ich die groß auftrage, also da kommt jede Menge Hitze. Groß brauche ich den gar nicht. Also mit dem Gas bin ich da schon zufrieden. Also nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, in der Zwischenzeit zeige ich euch noch was. Haben wir was zugelegt für mein Käfchen. Und zwar, ich wollte das schon lange haben. Eine Kaffeemühle habe ich mir gegönnt. Da kann ich mir jetzt meinen Kaffee frisch reiben. Die ist nicht schwer, die ist super. In 2 Minuten ist der grün und der schmeckt. Uah. Habe ich mir gegönnt einfach. Man gönnt sich ja sonst nichts, oder? So, dann machen wir dabei die Bohnen mit Speck auf. Die schmeißen wir dann drüber. Also ich bin wirklich von dem Gas bin ich begeistert. Und da das so schön windgeschützt da drin ist, also alle Achtung, das ist wirklich ein super Teil. Gefällt mir urgut. So, hört drauf damit. Ja, dann muss ich auch dazu sagen noch, diese Schutzhülle, was ich da für die Kartuschen damals gebastelt habe, dass die nicht brennen. Das war wirklich ein gedankenvoller Sinn. Danke an alle nochmal, die mich da drauf hingewiesen haben. Ist ja irgendwo logisch. Also wenn die Köden, wenn ich die
quasi isoliert, kann es auch nicht weg und es wird noch kühler. Also war irgendwo ein Denkfehler von mir. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber trotzdem, danke für die, die uns das alle geschrieben haben. Ja, so ist die Community natürlich super. So hilft man sich gegenseitig. Es gefällt mir. Perfekt. Kann man den auch greifen? Ja, geht. So, dann werden wir sie da noch Ding drüber stellen. Dann noch mein Schneidbrettl. Dann gehen wir eigentlich gemütlich essen. Ja, in dem Sinn sage ich jetzt einmal Mahlzeit, Freunde. Ja. Ja, ihr wisst ja, ich esse ja das Fertiggericht genauso gern. Also, ich finde, das ist nicht so schlecht. So wie es ausschaut, kommt jetzt da wieder die Sonne durch. Ja, das ist eh meistens so. Wenn ich es da aufspanne, weil ein Ring angesagt ist, kommt die Sonne. Aber Sellerie, wie der Franzmann sagt, soll mich nicht stören. Das Geschirr, dass das nicht anbrennen kann. Okay, das ist vom Feinsten. Vom Feinsten. Da wäre richtige Freude jetzt mit dem Kochgeschirr. Den Gaskocher, den AP3 Deluxe, den werde ich beim nächsten Mal wieder mitnehmen. Aber ich werde im Sommer sicher bei Gas bleiben, weil es ganz einfach sicherer ist. Was soll's. Mal ein geschützten ist natürlich da drinnen den Drangesturmkocher, weil der kann nicht einmal umfallen, das gibt es ja gar nicht. Keine Chance, dass der umfällt. Also, das Sicherste, was gibt, man sieht nichts. Ja, mein Herz hat gerade, aber da drin ist auch recht leise. Ich schmerze euch da jetzt nichts vor. Und ich werde jetzt gar in Ruhe zusammenessen und dann hole ich wieder dazu. Ja, Pfanderl ist leer, wollte ich das einmal zeigen. Also, da ist wirklich, da ist absolut nichts anbrennt, das ist pipi-feinst, muss ich sagen. Ja, Freunde, ich zeige euch das jetzt noch einmal, wie ich da wirklich jetzt tue. Mit einem Socktüchel drüber. Und jetzt schaut euch das Pfandl an. Das ist doch der einsame Hammer. Also das ist einmal eine super Beschichtung, muss ich sagen. So, das ist jetzt die Rem und ich werde jetzt einmal einen Kaffee einfüllen. Die habe ich schon ein paar Mal probiert und ich fülle das da jetzt an bis auf 1,5 bis circa. Also kurz vor 2, da ist er für mich optimal, muss ich sagen, bin ich schon drauf gekommen. Jetzt laden wir den da rein. So. Zu. Da zu. Kaffee noch schnell zu machen, dass er nicht ausraucht, weil das ist ja wichtig. Und jetzt fangen wir mal an zum Braten. Und das dauert jetzt circa 1,5 Minuten, dann sind wir durch und fertig. So, ein bisschen später. Und wir sind fertig. Wir haben es da drinnen. Aha, schaut das nicht lecker aus? Oder? Perfekto. Da drin ist er. Das schwarze Gold. Den mache ich mal wieder mit meiner Presse. Sehe ich jetzt meinen Kaffee gar nicht. Ja, und da kann man jetzt so 300 ml Wasser geben wir hier rein. Das reicht mir vollkommen. Und so 350 ml in etwa. So fast der Becher voll. Den machen wir jetzt wieder heiß natürlich. Ja, das geht wirklich ratzfatz. Ein Wahnsinn. Geht ja schneller als die Polizei erlaubt. So.
So, schauen wir mal da reinkommen. Geht's aus. So, jetzt setzen wir die Beißer auf. Und warten jetzt 2-3 Minuten. So, die 3 Minuten sind vorbei. Einmal den schön durchpressen. Die schauen wir das aber, da ich das eh nicht brauche, weil das geht umlaufen ins Heferl. Die Tasse. Jo, heiß schon warm. Ja, Freunde, es ist wieder mal so weit. Meine Krankensaison. Gesund werden, Prost an euch und natürlich auch an alle Gesunden, nicht krank werden. Jetzt haben wir sie hoffentlich bald überstanden. Prost. Ja, bedarf nicht vieler Worte. Ja, schön ist da wieder mal auf meinem Platz. Gefällt mir wirklich urgut. Mann, der ist heute wieder besonders gut gelungen. Alle Achtung. Also so ein frisch gemahlener Kaffee ist nicht schlecht. Also falls wer so eine Mühle will, ich verlinke euch die unten. Kostet glaube ich 20 Euro oder was, oder 16, ich weiß jetzt nicht, wann ich es gebe. Ist auf alle Fälle, man muss es nicht haben, aber kann ihn natürlich auch daheim rein und mitnehmen. Kommt darauf an, wie lange man geht, aber in 2 Stunden wird er auch nicht viel anders schmecken wie da. Aber es ist jetzt der kleine Touch, sage ich mal. Ne? Der ist noch in einem so ein Jutesackerl, das habe ich jetzt da oben hängen, das zeige ich nachher, dann blende ich noch ein paar Bündeln davon ein. Ja, wie gesagt, Schirme wieder da herum auf dem Platzl. Ich höre da relativ viele Leute, die dürften da alle aufgehen am Berg. Das Wetter ist schön, alle dürfen wieder raus. Das nutzen natürlich auch alle aus. Habe ich auch gesehen beim Auffahren. Da waren Autos in Hülle und Fülle wieder da. Aber wir sterben nicht. Ich habe da meinen Platzl. Das war's. Perfekt, jetzt werden wir noch so ein Zaubertüchel wieder machen, werden wir meine Sachen ein bisschen ausräumen, ein bisschen drüber wischen, dann schauen sie wieder aus wie neu. Rein tun, viel braucht sie da nicht. Zaubertuch hinein und schon fängst du es an zum Wachsen. Schaut euch das an, das schaut aus wie neu, oder? Wahnsinn, optimal, optimal. Ja gut, ich packe zusammen, da brauche ich aber dabei nicht zuschauen lassen. Das wisst ihr, wie wir zusammen haben. Also, bis nachher dann. Ja, war wieder mal eine schöne Zeit da. Jetzt geht's heimwärts. Wieder mal schön zum Schauen, wie es da ausschaut. Mich freut, dass er relativ super ist. Ja, Sonne scheint auch noch. Jetzt gehen wir gemütlich zurück. Also ein geiles Gebilde der Bäume. Verschnörkselt und verwunden. Je näher immer da zum Spurplatz näher, desto mehr hört man schon Gravel und Leid. Da ist einiges los. Ja, bin wieder fast herunten, da hinten höre ich wieder die nächsten Leute. Ich will mich da gerne an der Stelle von euch verabschieden. Sag wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Gesund bleiben und servus die Malen. Und viert euch die Buben.